flüster ich. Die können mich doch nicht hören. Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen VR-Gameplay. Und zwar zocken wir heute Unnightly. Das ist so eine Mischung zwischen Assassin's Creed und Splinter Cell, würde ich fast sagen. Setting ist Mittelalter in der Burg und ja, also echt cooler Titel. Ist schon was älter, also der ist in die Early Access gegangen am 1. Dezember 2017. Und in der befindet er sich auch noch immer, also... Das Spiel ist noch nicht final, soll aber, glaube ich, Ende September, glaube ich, final werden. Und wir können uns mal ganz kurz hier den Trailer anschauen, so ein bisschen, dass wir mal so ein bisschen Eindruck sehen, was es da so gibt und ja, um was es sich dreht. Also wir sind eingesperrt in einem Verlies und kommen da raus, relativ einfach, aber das gehört natürlich zum Tutorial. Das Spiel ist echt schwer, also... wahnsinnig schwer, wie schnell man da teilweise erwischt wird und ja, da muss man echt gut überlegen, was man macht, wie man was macht. Wir haben verschiedene Pfeile zur Verfügung, blaue Wasserpfeile, da kann man Flammen mit ausschießen, gelb, da können wir Töne mitmachen, wie wir gerade gesehen haben, dann laufen die Wachen da alle hin und dann noch rote, damit können wir die Wachen erschießen, aber nur die in normaler Rüstung und nicht die in der Heavy-Rüstung, das heißt in schweren Rüstungen, wo die so Helme anhaben auch. Ja, wie wir gesehen haben, man kann auch wirklich runterspringen und mit diesem Dolch, den wir am Handgelenk haben, dann zuschlagen. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man da die ganzen Maps ja durchbekommen kann. Ich habe jetzt gar nicht so viel gespielt, also das Tutorial wirklich, das seht ihr jetzt hier in dem Gameplay. Und dann ein bisschen von Chapter 1, aber auch nicht viel. Ist auch komplettes Noob-Gameplay, muss ich dazu sagen, weil also mir fiel es nicht einfach, da irgendwie unerkannt überall durchzukommen. Aber ich wollte euch das Spiel nochmal hier irgendwie zeigen, weil es echt ein cooler Titel ist. Und ja, das mal dazu. Das ist nur ein Entwickler, das ist der Jake. Und der hat am 7. Juli auch mal veröffentlicht, weil da lange Zeit nichts kam über irgendwelche... ja, keine Updates und so weiter. Und da hat er halt veröffentlicht, dass es ihm wirklich gar nicht gut ging. Also persönlich hat er da ein paar Dinge durchgemacht, die ihn irgendwie runtergezogen haben. Und ja, finde ich echt mutig, dass er da so offen war und das auch wirklich, ja, veröffentlicht hat. Er geht jetzt nicht wirklich ins Detail, aber sagt, dass es ihm wirklich übel ging. Ja, aber am 7. August kam dann wirklich ein größeres Update. Also er hat da wieder weitergemacht. Und er will das, glaube ich, bis Ende September dann halt auch final bekommen, also die 1.0er-Version rausbringen. Und er will da sein Versprechen auch halten, dass ja das ganze Projekt hier zu Ende zu bringen. Also muss man auch sagen, Hut ab. Ja, er hat alle also gängigen VR-Brillen drin, also die Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und die VMR-Brillen. Also wird wahrscheinlich dann auch mit der Pimax funktionieren, nehme ich mal an. Spiel kostet 16,79 und... ja, da ich den Jake unterstützen wollte, weil ich das Projekt echt gut finde, habe ich das Spiel gekauft. Aber der Jake hat mir auch noch einen Key gegeben, den ich quasi jetzt verlosen kann. Und ja, den möchte ich gerne an euch verlosen. Das heißt, ihr schreibt einfach unter die Kommentare, ja, ich möchte Unnightly gewinnen. Und von mir aus könnt ihr dann noch was anderes dazu schreiben, was euch in letzter Zeit ganz gut gefallen hat. Eventuell was weniger gut. Ihr könnt gerne Kritik äußern, konstruktive Kritik natürlich. Ich versuche immer, den Kanal weiter zu verbessern. Ich hoffe, ihr merkt das auch und ja, also sowas könnt ihr gerne schreiben. Ja, und das war's eigentlich auch erstmal. Ich würde sagen, ihr schaut euch jetzt mal das Gameplay an und ja, danach nicht vergessen, in die Kommentare zu schreiben, dass ihr da mit an den Gewinnspiel teilnehmt. Wird wahrscheinlich am 14.09. dann ausgelost, also ich hoffe, das schaffe ich auch alles, weil mit Urlaub und so weiter ein bisschen schwierig. Aber ich versuche es am 14.09. dann auszulosen. Ja, dann springen wir jetzt mal ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Okay Leute, hier sind wir in Unnightly und ja, das ist jetzt das Tutorial. Ich habe vielleicht 2-3 Minuten mal gespielt, also ich wollte mich jetzt auch hier nicht großartig spoilern lassen oder so, um euch das zu zeigen. Ja, wir haben Free Locomotion. Wir haben hier ein Menü. Wir können sogar hier Left-Handed, also für alle Linkshänder, Horshi 82, für ihn ist es sehr interessant.
So, dann kann man hier Schwierigkeitsstufe einstellen. Hier sehen wir natürlich noch die Wands. Aber es ist für die Wolf Index, also der Support ist definitiv da. So. Dann können wir hier mal abspeichern. So. Reset Level. Also wir haben 3 Speicherslots. Hier können wir mal umschlagen. Dann haben wir Game Settings. Controller, Headset, Armswing. Ich bleibe bei Controller. Diese Armswing-Methode, die gefällt mir nicht, wenn ich umzulaufen. Enable Press to Crouch. Nö. Super Sampling. Also hier haben wir nochmal die ganzen Grafikeinstellungen. Was heißt die ganzen? 2 Stück. Dann haben wir hier Audio. Ja, und das war es eigentlich auch erstmal. So, gehen wir mal bis da hinten hin. So wie das Spiel das will und vorsieht. Also zum Sprinten muss man runterdrücken und dann läuft der schneller. So, Jumping. Okay, da muss ich dann auf den... Ja, ist ein bisschen... Ah ne, okay. Ich dachte, ich müsste das Touchpad benutzen, aber ich kann auch den Thumbstick nutzen zum Springen. Also, alles gut. Ja, Save. Jetzt will er das mal speichern. Das habe ich ja eigentlich gerade schon gemacht. Na komm. Nochmal zurück. So. Das ist ein bisschen umständlich gemacht. Könnte man auch besser machen. Aber eigentlich cool, wenn man so ein Buch wirklich aufmacht. So, jetzt sollen wir den Schlüssel stehlen. Okay, den behalten wir. Okay, hört man überall Schritte. Oh, die sind sich am Unterhalten. Jetzt versuche ich mal zu klettern. Ah ne, kann ich noch nicht. Okay, jetzt wird uns erklärt, dass hier angezeigt wird, wenn man gut sichtbar ist, Collecting Loot. Okay, wir sollen da hinten was klauen. Aber ganz langsam. Ja, sehen wir. Die Lautstärke kommt dann, wenn man wirklich zu schnell läuft. Do not be alarmed by the bloodstains in Cell B. That no good chief has been getting on my nerves for some while now. I had to shut him up once and for all. I did manage to lose my father's bracelet somehow. It might have come off while I was bashing my fists into that weasel's skull. Bracelet war Kette, oder? Okay, jetzt sollen wir hier klettern. Snapturn haben wir auch. Ah, ich mache jetzt erstmal Krach, ist mir jetzt auch erstmal egal. Okay, die festhalten macht man mit dem Trigger. Klappt doch soweit ganz gut. So, jetzt sind wir hier im Dunkeln. Also schon ein cooles Feeling hier, muss ich sagen. Da wird uns jetzt was angezeigt. Watch out for petrol. Okay, dann können wir uns hier oben ja verstecken, falls jetzt hier irgendwas kommt. Da kommt was. Und wir haben keine Waffe, also dürfen wir keinen Mist bauen.
Okay, ich kann mich nur festhalten, wenn es nicht rot ist. Okay, darüber hinaus geht's nicht. Was würde ich denn am liebsten jetzt killen? Ich beobachte dich. Oh, das war laut. Okay. Zum Glück ist dunkel, also das macht auch noch viel aus, wenn es dunkel ist. Und wenn wir dann Lautstärke machen, natürlich fällt das dann irgendwann auf, aber man kann sich schnell in die Dunkelheit flüchten. Safe Game. Das scheint hier echt sehr wichtig zu sein, denn ja, wenn man erwischt wird, ist vorbei und dann muss man von neu beginnen, wenn man nicht gespeichert hat. Okay, wir müssen jetzt irgendwie da hinten hinkommen. Ich würde ja fast sagen, dass wir uns versuchen, da so rechts rumzuschleichen, weil da ist ja, da sind wir ja komplett im Blickfeld. Wir haben ja noch nichts, wir haben kein Messer oder sonst was. Der hat uns auf jeden Fall, hat er uns irgendwie gehört. Okay, hier geht's runter. Aber es ist ziemlich dunkel da unten. Habe ich Mist gebaut. Boah, ich sehe hier gar nichts. Da liegt irgendwas. Sehe aber nicht was. Kann man das zum... Warte mal, ich versuche das mal zu werfen. Okay. Kann ich erstmal nichts mit anfangen? Geht's da lang? Nee. Throw objects to distract guards. Doch, geht wohl. Aber. Wie soll ich mit einer Hand hochklettern? Ich kann doch jetzt hier nicht hochklettern. Nee, das funktioniert nicht. Also auf jeden Fall nicht mit der Sache. Okay, okay. Wir versuchen uns hier mal rüber zu schwingen. Jetzt habe ich einen Linsenabstand. Langsam wieder runter. Okay. Okay, okay. Warum flüster ich? Die können mich doch nicht hören. Also Feeling ist verdammt cool. Also auch wenn das jetzt erstmal nur das Tutorial ist. Gearing up. Okay. Da ist was. Your bow is your primary utility. Using the different arrows types will aid you in overcoming challenges ahead. Look up to see all arrows stored in quiver. Ah, wenn ich hochgucke, sehe ich auf jeden Fall schon mal den Bogen. Und die Pfeile sollen dann auch da sein. Okay, packen wir uns mal. Ja, okay. Ja, cool. Auch nicht schlecht gemacht.
Okay, mehr gehen nicht. Wir haben jetzt da 1, 2, 3, 4, 5. 5 von denen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 von jedem geht immer. Water Arrow. Wir gucken gleich, was jeder einzelne Pfeil so macht. Noise Arrow causes noise over time. Ah, okay. Also die machen Krach. Das ist Wasser, um ja, Flammen kleiner zu machen und zu dimmen. Iron Head. Okay, damit können wir wahrscheinlich Leute killen. Probieren wir einfach mal jetzt hier Water. Da ist doch Flammen, da sind doch Flammen hier. Ah, cool. Okay, das können wir auf jeden Fall dann auch nutzen. Okay, die machen einfach nur ein bisschen Krach, scheinbar. Ja, okay. Da haben wir unsere Pfeile. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, ne? Ach, da geht's auch noch runter. War das eh gerade auch schon da? Ich glaube nicht. Aber egal. Ja, ich hab doch schon, ja. Ich wollte gerade sagen, ich hab doch jetzt hier Objectives and Waypoints. Levels contains Objectives, Reach, bla bla bla. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt dahin. Irgendwie müssen wir dahin kommen. Au, wow, 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 wow. Ich glaube, an dem probiere ich jetzt mal direkt den Pfeil aus. Der hat eine Schriftrolle oder irgendwas in der Hand. Boah! Nice! Okay, den haben wir. Jetzt müssen wir hier echt aufpassen. Interessant ist, ob man die Pfeile wiederverwenden kann. Das müssen wir gleich mal checken. Hallo? Ich kletter mal hoch und guck mal um die Ecke. Hau! Oh, okay. Da geht direkt die Luzi ab. Is anyone there? Nein. Ist nicht. Ist niemand hier. I should see a doctor. Okay. Der hat aber in die Richtung geguckt. Das müssen wir mal versuchen, ob wir uns da irgendwie in der Dunkelheit bewegen können. Ganz ruhig. Dann gehen wir mal zu den Kameraden da hinten. Der guckt schön weg, macht auch Sinn. Ja, in so einer dunklen Burg. Da sieht man nicht direkt alles. Okay. Na, das ist ein Schwert, das ist mein Pfeil. So, jetzt haben wir nochmal was hier. We have kept quiet for too long. To hell with them, I say it is time we take action. I have managed to get my hands on some of the confiscated coin. Konfizierten Münzen? I've hidden it in the cellar's southeastern corner. Inside of one the small crates. Crates waren ja Kisten. Okay, der hat irgendwas versteckt in irgendeiner Kiste, okay. Da ist mein Pfeil. Ja, geil, die kann man wiederverwenden. Das ist cool. So, und man kann die auch
schnappen und ganz langsam wegziehen. Ja, das darf man nicht zu schnell machen, weil sonst habt ihr gerade gehört, diese Kling-Kling. Also muss man damit auch echt langsam und vorsichtig umgehen. Okay, was ist hier jetzt? Kriege ich jetzt? Au, ich krieg noch was. Hold. Ha! Geil! Okay. Dann müssen wir die gleich mal probieren. Warum komme ich jetzt hier nicht durch? Ich häng am Tisch. Okay, jetzt. Okay. Da ist einer, den wir direkt mal. Okay, ganz leise. Mal gucken, wie gut das vonstatten geht. Wir meucheln. Also keine Beweise hinterlassen, also müssen wir uns den auch packen und wegziehen. Und ganz langsam. In eine dunkle Ecke ziehen. Ist jetzt nicht ganz sicher. Also ich würde den eigentlich hier so. Wenn ich jemanden verstecken müsste. Ist jetzt nicht so, dass ich das schon mal gemacht hätte. Okay, da kommt auch einer, aber der hier ist, das ist zu, ne? Da kommt der nicht rein. Okay, das heißt, wir müssen nach da. Far jump. Time your jump. Okay. Probieren wir mal. Und ich habe nicht gespeichert, ne? So. Definitiv muss man hier öfters abspeichern, denn ich musste gerade nochmal alles bis zum letzten Speicherpunkt zocken. Also speichert. Wenn ihr das Spiel spielt, speichert. So, ich versuche es nochmal. Okay, ich habe es geschafft. Da wollen wir jetzt erstmal nicht hin. Wir müssen da hinten hin. Da braucht man einen blauen Schlüssel für. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, ob hier irgendwas um die Ecke irgendwie kommt oder wie es aussieht. Da ist keiner. Doch, da kommt jemand. Kann ich dem jetzt auch hinterherlaufen? Und den dann erledigen. Oh, da sind ein paar mehr. Das wäre jetzt schlecht, den jetzt da umzubringen. Der kommt nochmal, okay. Anybody there? Show yourself! Jetzt habe ich eine Scheiße gebaut. Der hat den blauen Schlüssel. Okay. Das heißt, den muss ich auf jeden Fall killen. Oder ihm einfach klauen. Jetzt habe ich es aber wütend gemacht. An die Decke kann man nicht, schade.
Schade, schade, schade. Ah, da kann ich ihn doch. Okay. Nützt mal gar nichts. Und die Pfeile sind dann auch hinüber. Also der hat schwere Rüstung an. Das heißt, den muss ich das irgendwie anders klauen. Den muss ich das anders klauen. Runter, Schlüssel nehmen und wieder hoch. Okay, die wissen gerade noch nicht, wo ich bin. Okay, aber ich muss da lang. Nützt mir alles nichts. Das nützt mir nichts. Oh. Der rutscht oft runter. Alter, hab ich mich erschrocken. Alter. Mein Herz. Okay, noch ein Versuch. Okay, der hat mich auch erwischt, leider. Komm. Komm hier runter. Komm. Komm. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir wenigstens die Kerzen ausmachen können. Das ist gut. Das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt müssen wir mal schauen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin gerade dran und dann lässt er aber doch fallen irgendwie. Warum auch immer. Aber ansonsten klappt das echt super, das Klettern. Okay, wir dürfen jetzt auf keinen Fall irgendwie aufscheuchen. Da ist irgendeiner, ne? Boah, da ist so dunkel hier. Das sind zwei. Die lassen wir am besten auch da. Hier zum Beispiel gerade wurde blau angezeigt, aber der hat sich nicht festgehalten. Okay, wie komme ich da jetzt ran? Ich müsste irgendwas werfen. Kann ich hier so ein Holzding mitnehmen? Sind wieder zwei Scheiße. So krass wollte ich die gar nicht aufscheuchen. Jetzt gehen die beide wieder dahin. Fuck.
probiere jetzt mal was. Ich speichere. Eigentlich so dunkel, dass er mich nicht unbedingt sehen müsste. Kann ich hier vorbei? Das wäre genial. Ich habe den Schlüssel. Ganz leise zurück. Das ist schon echt cool gemacht. Die dürften mich auch nicht sehen. Okay. Ich weiß, bin mir noch nicht sicher, ab wann man die Pfeile wieder ausstatten kann. Das wäre noch wichtig zu wissen. Weil wenn ich mir jetzt hier alle Pfeile immer verschieße... Jetzt bin ich gespannt, was das nächste ist, was wir machen müssen. Stecken wir uns erstmal. Okay, wir müssen da irgendwie rein. Da kommt immer wieder der Thinking outside the box. Many situations can be solved in more than one way. Climb, throw, sneak or kill. Think it through and make your choice. If one thing does not work, try something different. Speichern. Ich könnte am Balken rüber und dann da rein. Aber dafür wäre es cool, wenn das Ding aus ist. Und ich versuche jetzt, das auch wirklich auszuschießen. Okay, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit hier metzeln und töten. Den könnten wir eh nicht töten. Den da hinten könnten wir töten mit dem Pfeil. Aber die mit den fetten Helmen nicht. Der sieht uns die ganze Zeit, ne? Da ist ein... Ach, die brennt auch wieder, die... Misttonne. Kann ich noch höher? Aber an der Decke hält er sich nicht, oder? Nee, nee. Schade. Hoffentlich sieht er mich nicht. Wenn der jetzt vorbei ist, könnten wir nochmal... Oh. Verpiss dich. Das meinte ich. Eigentlich hatte ich noch festgehalten mit einem, aber trotzdem irgendwie hat er losgelassen. Okay, aber... Der speichert sich wirklich die Pfeile, ne? Also wir haben dann nichts Neues am Start. Nein, lasst mich!
die, you bastard! Nein, müssen wir da auf die... Hat! Hat! Die! Ha! Ha! Die, you bastard! Alter, wie nah der kommt. Und dann schreien die so. Echt geil gemacht. So, man könnte die mal versuchen abzulenken, indem wir den da hinten killen. Alarm. Die haben Alarm da. Nee. Der dürfte jetzt nicht mehr so viel sehen. Doch, der sieht trotzdem noch. Der da hinten ist aber noch beschäftigt mit der Leiche. Nein. Wir kommen nicht hinterher. Boah, ganz schön schwer irgendwie. Chapter 1. Also das war wirklich nur Tutorial. Dungeons. Voll die riesen Areale. Darauf muss man echt achten, dass man hier wirklich blau hat. War ein bisschen blöd. Gut, den können wir jetzt gleich hier meucheln, eigentlich. Den machen wir auch kaputt. Der ist down. Okay, einen haben wir weg. Echt schwierig. Der ist auch weg. So, da haben wir schon mal ein bisschen was Platz.
Hä? Okay, die Hand muss erst blau und wenn man drückt, weiß werden, aber das wurde sie gerade nicht. Das ist bestimmt das Problem. Dass man sich vielleicht bei manchen nicht wirklich festhalten kann? Nein. Hier ist keiner, also siehst Gespenster. Das fällt wieder nicht runter, ey. So. Mann, habe ich hier schon leicht eine. Hier ist ja gar keiner mehr. Ja, so geht's auch. Eigentlich möchte ich das gerne anders schaffen, aber irgendwie. Aber da stand ja eben, man kann seine eigenen Wege suchen. Möglichkeiten. Ich würde mich für da entscheiden. What is it, brother? Hier können wir auf jeden Fall nicht gesehen werden. Das ist schon mal das Positive. Da müssten die jetzt direkt stehen, ne? Ja, okay. Jetzt brauchen wir wieder einen blauen Schlüssel. Und wer hat einen blauen Schlüssel? Wir haben keinen mehr. Auch keinen blauen Schlüssel. Mist. Der hat eine Schriftrolle. Okay, die haben mich eigentlich gesehen, aber... Die! Take that! Don't let him escape! Hat! Roter Schlüssel! Das nehme ich mal an mich. Also ich weiß nicht, wie man hier komplett sneaky durchgehen kann. Die, you bastard! Nein, du Bastard! You went that way. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal und ja. Ich kann nur sagen, echt cooles Spiel, also Setting ist genial und hat was von Assassin's Creed. Also man muss schleichen, man muss abmurksen, um weiterzukommen, Schlüssel stehlen und so weiter. Also richtig cooles Game in VR, muss natürlich noch weiterentwickelt werden, also da fehlt noch ein bisschen was. Wie gesagt, ich habe das mit den Händen nicht ganz verstanden. Also manchmal greift er, manchmal fällt er dann auf einmal wieder runter.
Ist das die Ausdauer vielleicht? Liegt es daran? Ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher. Nichtsdestotrotz, alleine hier mit den ganzen Pfeilen, die wir haben und was für Möglichkeiten man dadurch hat. Also echt cool gemacht. Also von mir gibt es auf jeden Fall ein Like für das Game. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Und ich würde mich natürlich über ein Like freuen, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt. Ja, haut doch mal ein Abo rauf. Und ja, ich frage jetzt hier mal die Leute. Gibt es mir auch ein Abo? Gibst du mir kein Abo? Onward, yeah! Tschüss!